Das sind Walliser Nachrichten zum Wochenstart und das hier sind unsere Themen. Ein tödlicher Autounfall auf der A9, das Waffengesetz mit wichtigen Änderungen für die Waffenbesitzer und die Dortmund steht ganz im Zeichen vom Gigali-Montag. Schön, habt ihr eingeschaltet. Am Montag, kurz vor Mittag, hat sich auf der A9 zwischen Brieg-Glis und Riedbrieg ein tödlicher Verkehrsunfall ereignet. Ein 48-jähriger Walliser war auf der A9 von Brieg-Glis in Richtung Simplon unterwegs gewesen. Rund 2 Kilometer nach dem Gestipftunnel hat der Lenker aus noch nicht geklärten Gründen die Herrschaft über sein Fahrzeug verloren. Anschliessend ist er auf die Gegenfahrbahn geraten und ist mit einem Lastwagen kollidiert. Der Automobilist hat dabei tödliche Verletzungen erlitten. Seit dem Dezember ist das neue Waffengesetz in Kraft und bringt für Waffenbesitzer wichtige Veränderungen. Das Gesetz verlangt unter anderem, dass man verbotene Waffen bei der Polizei melden muss. Das gilt auch für Waffen, die man zum Beispiel geerbt hat oder für Waffen, die man schon lange gekauft hat. Zudem ist der Schusswaffengebrauch nur noch in offiziellen Schiessanlagen möglich und Imitationswaffen darf man nur noch an Volljährige verkaufen. Laut der Kantonspolizei müssen Waffenbesitzer ein Inventar von ihren Waffen erstellen. Auskunft gibt die Kantonspolizei. Weil die SVP Oberwallis hier in mehreren Bezirken Kandidaten stellt, versprechen die Grossratswahlen vom nächsten Sonntag grosse Spannung. Ziel von der CVPO, der CSPO und der FDPO ist also, ihre Mandate zu behalten. Zulegen will dagegen die SPO. Mit einem zusätzlichen Sitz hatte sie nämlich wieder Fraktionsstärke. Auch dazu gewinnen, nämlich auch 4 Sitze, will die SVPO, die bis jetzt nur mit dem Franz Ruppen im Parlament vertreten war. Einer der Höhepunkte des Dortmunder Vereins- und Dorflebens ist der Gigali-Montag. Mehrere Guggenmusiker und verkleidete Gruppen haben beim Fasnachtsumzug im Dorfkern von Dortmund für viel Unterhaltung gesorgt. Für zusätzliche Stimmung sind zudem die Dreicher verantwortlich. So tun die Dreicher euch am Gigali-Dienstag die Fasnacht ausleiten. Das Kasperfest vom Wochenende in Brieg-Glis ist wie schon im Vorjahr ohne grosse Zwischenfälle über die Bühne gegangen. Laut den Verantwortlichen von der Stadtpolizei Brieg-Glis war die Sicherheit während dem Fest gewährleistet. Vor allem während der Nacht war die Polizei im Einsatz. Zum Sport und hier zum Fußball. Der FC Sitto hat am Sonntag gegen Neuenburg Samax mit 2:3 verloren. In der Tabelle ist Sitto darum jetzt auf dem Platz 8. Leider ist der FC Zürich vor dem FC Basel. Eishockey. Der HC Siders Anivier hat sich in den Playoff-Viertelfinals gegen den HC Aschwa mit 3:4 geschlagen gegeben. Damit haben die Sonnenstädter auch die Serie gegen die Jurassier mit 4:2 verloren. Somit trifft der EHC Fisp in den Playoff-Halbfinals auf den HC La Chaux-de-Fonds und der HC Lausanne spielt gegen den HC Ajoie. Am Sonntag und am Montag hat es an Europameisterschaften im Ski-Alpinismus wieder Medaillen für das Oberwallis gegeben. Nathalie Etzensberger hat am Sonntag im Zweier-Teamrennen nochmal Silber geholt, zusammen mit der Gabriele Magna. Und am Montag hat der Ivan Arnold von Simplondorf im Einzelrennen bei der Kadetten U18 die Bronzemedaille gewonnen. Am Samstag haben wir die Sonne geniessen. Am Sonntag war es richtig verschneit und der Start in die neue Woche war wieder hübscher. Wie es für die nächsten Tage aussieht, das seht ihr jetzt im Walliser Wetter. Am Montag hat es immer wieder ein paar Wolken im Himmel gehabt, geregnet teils ist aber sonnig und mit Temperaturen um die 4 Grad doch noch recht mild. So sieht man es auch hier auf der Wetterkamera von der Badmeralp. Auch der Dienstag ist im Oberwallis veränderlich. Gerade am Nachmittag zeigt sich die Sonne zumindest im Talgrund, dann aber auch wieder mehr. Trotzdem bleibt es bewölkt und vor allem im Goms gibt es dann zeitweise wieder Schnee. Die Temperaturen sind dann bei 0 Grad im Goms, 3 Grad im Talgrund und minus 2 Grad in Zermatt. Zu den Aussichten von den nächsten Tagen. Von Westen aus bessert das Wetter immer je mehr auf und am Mittwoch ist es auch mehrheitlich sonnig, das trotz ein paar Wolkenfelder. Die Temperaturen steigen dann auf die 8 Grad an. Am Donnerstag ziehen dann im Verlauf des Tages wieder Wolken auf, aber dann bleibt es auch mild und zwar mit 8 Grad. Am Freitag kommt es dann wieder zu Niederschlag und es wird auch wieder kälter mit 5 Grad im Talgrund.
Das sind die Walliser Nachrichten vom Montag, dem 23. Februar. Am Dienstag sehen wir uns an dieser Stelle euch wieder.